um die Abgasmessung, Analyse, Abgasverlust mit dem Träger MSI EM200 Plus durchzuführen, brauchen Sie das Träger MSI EM200 Plus, eine Abgassonde und einen Verbrennungsluftfühler. Starten Sie Ihr Träger MSI EM200 Plus, indem Sie die Tasten F und H gleichzeitig drücken. Nach dem Systemcheck ist das EM200 Plus einsatzbereit und Sie können Ihre Auswahl im Hauptmenü treffen. Wählen Sie im Hauptmenü Abgasmessungen mit den Pfeiltasten und drücken Sie anschließend die Taste F oder wahlweise den Softbutton Auswahl zum Bestätigen. Wählen Sie im folgenden Menü Analyse Abgasverlust und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der Taste F oder wahlweise den Softbutton Auswahl. Wählen Sie nun den gewünschten Brennstoff aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der Taste F oder wahlweise den Softbutton Auswahl. Im Anschluss fordert Sie das EM200 Plus zur Kernstromsuche auf. Verbinden Sie dazu die Abgassonde mit der Gasaufbereitungspatrone des EM200 Plus und führen Sie die Abgassonde in die Prüföffnung des Abgasrohrs ein. Den Kernstrom finden Sie, indem Sie mit der Abgassonde den Querschnitt des Abgasrohrs nach der höchsten Abgastemperatur absuchen. Sobald Sie den Kernstrom gefunden haben, fixieren Sie die Abgassonde mit dem Sondenkonus. Positionieren Sie nun den Verbrennungsluftfühler. Drücken Sie anschließend auf Weiter. Eine Zusammenfassung der aktuell gemessenen Werte wird angezeigt. Drücken Sie nun die Taste Halten und anschließend die Taste Weiter. Mit erneutem Drücken der Taste Weiter können Sie die weiteren Messergebnisse anzeigen lassen. Nachdem Sie alle Seiten der Messergebnisse durchgeblättert haben, lesen Sie die Kesseltemperatur vom Heizkessel ab und geben Sie diese ein. Sie können den Wert ändern, indem Sie die Pfeiltasten benutzen. Drücken Sie Weiter und geben Sie die Rußzahlen ein, indem Sie auf Weiter drücken. Hier werden die Werte ebenfalls mit den Pfeiltasten geändert. Drücken Sie auf Weiter, um sich die Ergebniszusammenfassung anzeigen zu lassen. Im Anschluss gelangen Sie mit Weiter zur Dokumentationsansicht, wo Sie wie gewohnt zur Messung zurückkehren können, eine neue Messung starten können, die Messung speichern oder drucken können oder zum Hauptmenü zurückkehren können.